Lapidar in der Tischtennissprache fast ansatzlos zu beschleunigen. Bewegungen etwas kürzer. Hat man das schon gesehen? Den Bewegung nachgespielt. Wir sehen es hier in der Zeitlupe. 1-2. Gut nach vorne gegangen. Technisch sauber. Die Kombination machen, die Darko Jorgic angefangen hat mit dem langen Aufschlag. Gut eigentlich nachgegangen. Macht beim Umlaufen. Ganz lange Ballwechsel werden wir hier sicherlich nicht sehen, da zu spielen. Hat man das schon gesehen? Nachgespielt, wir sehen es hier in der Zeitlupe. 1-2, gut nach vorne gegangen. Kombination machen, die Darko Jorgic angefangen hat mit dem langen Aufschlag. Gut eigentlich nachgegangen. Hat's gemacht beim Umlaufen. Ganz lange Ballwechsel werden wir hier sicherlich nicht sehen, da zu spielen. Tief. Aufbaut, manchmal dazu, um sich ins Spiel hineinzufinden und dann wehe, wenn er einmal das Gefühl hat, wie eine Mauer, aber im Augenblick deutlich besserer Start für Darko Jorgic, der hier auch gut reagiert, der darf nicht vorne drin bleiben. Und diesmal zeigt er tatsächlich auch von Anfang so ein bisschen das, was ich etwas kürzeren Bewegungen, etwas tischnahe Bewegungen, wo er trotzdem eben auch noch selbst beschleunigt. Sehr, sehr gut. Band im Spiel Hugo Calderano gegen Liao, der den ersten Satz quasi Liao überrollte, um dann wirklich noch ganz, ganz große Gegenwehr. Ist es aber zumindest mal ein Ausrufezeichen, dass Darko. Nach hinten schmeißen soll, sondern annähernd gerade nach oben. Sehr gut gemacht, Zayet. Und anstatt den Flip zu spielen, lässt den einfach nur kurz abtropfen. Gutes Gefühl. Sehr gut. Aus, aber hat das sehr, sehr gut gemacht mit der Variante. Aber Stefan will natürlich von sich selbst, von innen heraus einfach auch alles dafür tun. Das Spiel. Ball gut umgelaufen. 1-1. Geschuldet. Aber das sehen oft in der Diagonalen spielt, oft in der Diagonalen spielt, da früh mit einer kurzen Bewegung parallel. Darko Jorgic häufiger an. Aus der Halbdistanz mit etwas ausholenden Bewegungen. In die Ballwechsel rein, fängt wieder in die Mitte an und hier der Vorhand in die Rückhand gelaufen. Die der Gegner dann hat, um zu reagieren, das ist dann oftmals das Entscheidende. Angespielt, dann kommt häufig das in Anführungszeichen falsche Bein nach vorne hier und da ist natürlich einfacher danach. Guter Ball, kann man gut lösen. So. Gut zurückgekämpft von Stepp. Ja, zurückgekämpft. Gute Länge. Bleibt natürlich die Frage, warum da die Vorhand gesucht wird. Es wäre besser, tatsächlich man doch aus dieser Halbdistanz etwas weniger Druck mitunter aufbauen. Mehr und mehr über Mitte und über Vorhandseite. Gut parallel gewechselt. Und das ist der. Wir sehen jetzt hier völlig anderes Spiel, anderen Satz gefunden.
Darko Jogic. Diese Spiele so extrem mitunter sind, auch nochmal anders als das Match Leao gegen Calderano. Jetzt erster Satz keine Chance für Fegal, zweiter Satz keine Chance für Jogic bislang. Mit viel Unterschnitt vom Rückschlag her sauber hinter oder unter dem Ball kommt. Nach wie vor ein wichtiger Ball. Dass er das jetzt nicht zu schnell, will man nicht sagen, aus der Hand gibt. Hat ja etwas gedauert, bevor er seinen Rhythmus hier gefunden hat. Da was überlegt. Oder vielleicht ist die Absprache vorher so gewesen, dass das Stefan Fegal selbst entscheidet. Vorhand noch mal zu spielen. Das ging jetzt sehr Wechsel mehr gespielt. Genau, das überrascht mich. Und das ist Tischtennis unter mit dem Rücken zur Wand. Dann denkt man nur noch einen Punkt. Und das ist wahrscheinlich genau das, was Stefan Fegal gedacht hat. Und dann wollte er zu sicher. Und dann ist es ganz schnell vorbei. Und die Situation hier bleiben und einfach dann nicht notwendiger weiter dabei zu sein. Aber er ist mutiger jetzt. Sehr, sehr gut lesen von Stefan Fegal, vor allem den Gegenläufer attackiert er immer wieder mit dem Rückhandflip. Das war trocken. Wahnsinn. Und da zeigt, wie viel Leben im FC Saarbrücken noch steckt, wie viel Kraft. Ja, überrascht. Für mich, mich überrascht das auf der erste klare Satz. Ich habe von Stefan schon gute Spiele gegen Jogic gesehen. Klar, die Zeit ist weitergegangen. Er kann eigentlich gegen ihn ganz gut spielen, weil er im Aufschlag-Rückschlag-Spiel, glaube ich, Vorteile hat. Aber die kann er bisher überhaupt nicht einsetzen. Gut, ich denke, entscheidend war gewesen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das Stefan Fegal wegstecken kann. Noch geht da was. Wenn auch danach geht ja was. Ich meine, das Spiel von Patrick gegen Calderano ist auf jeden Fall offen. Und das sind Fehler, die aufgehen. Man kann mal ein bisschen achten. Stefan neigt dazu, eben genug Möglichkeiten, Schwung zu nehmen. Und dadurch macht er mitunter eben da auch Fehler bei Fällen, genau, die er mit der Vorhand attackieren will. Eine sehr große Ruhe, die auch hier Darko Jogic ausstrahlt. Und er hat schon das Gefühl, auch wenn er passiv ist, dass er den Ball etwas mehr steuert. Stark. Führung, diesen Satzverlust. Gut weitergespielt. Ich glaube, man muss dann auch in so einer Situation psychologisch komplett versuchen zu resetten. Eigentlich so ist natürlich leicht gesagt. Läuft. Ich meine, da ist ja jemand wie Timo dann bewundernswert, ne, der bei dem vorausschaut oder zurückschaut und dann einfach nur da ist, wo man gerade ist. Oh, den muss er machen. Wir sehen es bestimmt jetzt nochmal in der Zeitlupe. Achtet mal auf den Arm, wenn er jetzt zur Seite kommt. Hier ist ganz, er ist ganz nah am Ball. Und er öffnet nicht. Das ist tatsächlich im Augenblick schon etwas eine Schwäche. Oder wie er von der Darko Jogic flippt ihn in die Rückhand an. Und den ersten Ball, den er spielt, ist. Darko Jogic flippt sehr viel in die Rückhandseite. Das müsste Stefan jetzt mittlerweile spüren und wissen. Ja, das ist ein Tempo, genau. Das langt nicht. Bewegt.
Hier sehen wir das gleich. Kia aus diesem Ball. Dann hat er wieder etwas die Schwierigkeit. Technik bricht so ein bisschen. Rumzugehen. Richtig, das ist gut, ja. Und das hätte ich eher erwartet. Auch Rückern Aufschlag, ne? Mit seinem Aufschlagspiel insgesamt schon seit einigen Jahren hat diesen Rückhandaufschlag als Sicherheitswand den Rhythmus zu finden. Man traut er dem Braten eigentlich, ne? Weil gerade Jorgic, ne, der... Es wäre einfach mit dem Rückhandaufschlag parallel aufzuschlagen, um den Darko Jorgic dann letztendlich zu einem Vor- und Rückschlag zu zwingen. Genau. Aber na gut, er muss es auch selber dran glauben in dem Moment. Kürzer. Insgesamt gar nicht weit weg vom Tisch, laufend etwas nach vorne zu kommen. Und dann ist er derjenige, der sucht, findet und erfolgreich abschließt. Kann Stefan Fegerl nur, wir sehen es hier nochmal, ja, ich würde sagen, reagieren, hat nicht genug Qualität im Ball. Nach eigentlich einem guten Start von Stefan Fegerl. Absolut. 4-1, ne? Natürlich forcieren, weil wenn er nur mit ihm rückern, das ist dann ein Tempo. Und dann wird Jorgic irgendwann das Tempo erhöhen. Er muss mit Vorhand rangehen und dann aber auch nicht zu weit vom Tisch weglaufen. Er muss immer 1-2 Richtung Tisch. Den Ball mit der Rückhand attackiert. Ein bisschen das Ganze. Fegerl die Möglichkeit, über den Tisch mit dem Vorhand-Topspin zu punkten. War auch Taktik jetzt Überschnitt aufschlagen, aber Stefan hat doch versucht, kurz. Aber Stefan Fegerl nicht so zwingend, nicht so dynamisch. Fehler machen. Ja, eigentlich war das wieder Aufschlag, Überschnitt. Stefan spielt dann den Ball nicht kurz. Jorgic kann anfangen, kann den zweiten hinterher. Als die anderen genau, zwei Spiele genau. Bislang. Das Niveau ist auf jeden Fall schlechter als in den beiden Spielen vorher. Jedes System über den Tisch zu kommen. Und Platzion. Ja, ja. Das wirkt auf mich auch so. Steht es 11-9 für Darko Jorgic. Da war er aus meiner Sicht ein bisschen über... Eindeutig. Ja, und wenn ich die Handbewegung richtig deute, dann geht es dann auch... Aber so der sichere Pol in der Mannschaft, der eigentlich in der ganzen Saison eine konstante Leistung geboten hat. Und Stefan wird sich ein bisschen darüber ärgern, wie dieser zweite Satz gelaufen ist. Oh ja. Denn im Augenblick sieht es wirklich schon ein bisschen Schwierigkeiten hat mit dem Hochgeworfen. Die sprechen auch und zählen mit einer Sprache. Und es ist eben nicht öffnest, nichts veränderst deinen Aufschlag, dann muss tatsächlich ich abzielen. Und insofern völlig recht, das ist eine klare Linie hier. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht über das Rückschlagverhalten. Hier, dass man sieht, der halblange Aufschlag, der müsste eigentlich an. Und Stefan geht früh mit der Vorhand rum. Und das wäre das Spiel, muss das Spiel aufmachen. Darf gar nicht zu viel versuchen, kurz zu legen. Und besser lang zu schupfen. Aber ich würde bei Darko ist in der Lage, kurz mit Vorhand zu spielen, mit einer guten Qualität, ob er das zwischendurch mal versuchen kann. Super Ballwechsel. Stark. Ganz stark gegangen. Wir sehen das bestimmt noch mal hier in der Zeitlupe. Gut bewegt. Hier noch mal zurück. Gut mit der Rückhand aus der Halbdistanz. Langsam dem Niveau der Vorspieler an. Wir sehen jetzt immer wieder mal längere Bälle. Bei Darko Jorgic. Er fängt jetzt etwas ruhiger an, etwas Rotation und bereitet dann. Bereitiger muss aufpassen insgesamt, dass er nicht wieder zu passiv wird. Muss selbst versuchen, mit Spin aktiv zu sein. Das ist die Ruhe, die Darko Jorgic beim Blocken hat. Hier sieht man es ganz ruhig. Glück natürlich hat er, Glück, das Glück des Tüchtigen. Trotzdem gutes passives Spiel hier. Eigentlich ganz viel Überschnitt ist. Er kann die Variation, ja, ja. Das ist eigentlich seine Stärke. Ne? Kurz legen, kurz in Vorhand legen. Ja, das meinte ich jetzt hier mit dem Ball. Ne? Da muss er ganz klar. Ne?
Sachs soll ganz Millimeter daneben und da muss es rum mit Vorhand rum. Rechts öffnet genau. Damit die Seite und ist dann Vorhand orientiert. Ja, die nehmen uns später auseinander. Hätte vielleicht noch mal probieren können, mit Vorhand zurückzuschlagen. Das wäre vielleicht deutlich einfacher gewesen. Er hat jetzt eine Zeitlupe sehen hier. Jetzt geht er hin, spielt den Ball. Anstatt dann Vorhand weiter zu spielen, ja, steht er jetzt hier in der tiefen Vorhand. Er feuert sich an, spielt den ersten auch feste. Ja, das. Blicken. Welchen Rückschlag macht Darko Jorge? Das wird jetzt das Entscheidende sein. Und der Rückschlag. Ja, dann geht er im richtigen Moment auch rum. Da, ne? Da, zack. Das war schon stark. Ja, nochmal. Gut gelaufen. Dafür die Spins von Darko Jorgic gefunden. Ist wirklich schwer zu überwinden im Augenblick. Kommt immer wieder gut aus dem Block, dann aktiv. Aber trotzdem Wahnsinn, wie gut hier beschleunigt wird und wie gut hier auch reagiert wird. Da hat auch nicht viel. Und da hat er wirklich parallele Platzierung draus. Gucken wir mal in der Zeitlupe. Bitter. Am Körper wieder. Wir sehen es bestimmt jetzt nochmal in der Zeitlupe. Gut angefangen. Eins. Und da ist er ein bisschen nah. Man sieht der Ellbogen an der Seite vorbei. Matchball für Darko Jorgic. Und jetzt. Genau. Er ist sehr eindimensional unterwegs. Stark. Ausgleich. Starke Leistung. So nachdem er ja, den zweiten Satz so hochgeführt hat, verloren hat, aus der Hand gegeben hat. Das fand ich jetzt gar nicht so gut. Aber die Reaktion in der Diagonalen. Gut den Ball mitgenommen. Ein bisschen Timo Boll-like. Und das. Ja, ich bin jetzt sehr gespannt, was Jorgic probieren wird, denn er hat einen Rückschlag. Mal schauen, welche Philosophie sich am Ende durchsetzt. Guter Rückschlag, gut kurz gespielt. Ach, den Ball. Wenn es Fehler bei Darko Jorgic in diesem Spiel gibt, dann sind die häufiger eben aus diesem mittleren Bereich, wenn der Ball etwas bewegt. Interessant, ja. Und Stefan, was er dann natürlich kann, er kann flippen. Wenn er sieht, so viel Überschnitt, dann flippt er den Ball an. Und die Bank, die ist wirklich schon mehrmals aufgestanden. Genauso wie dieser Brückerbank, die hat man eigentlich noch gesehen. Der eigentlich wieder ja, angesetzt. Das Glück des Tüchtigen gehabt. Oh, sehr stark. Ja. So weiter zu spielen, wir sehen es jetzt hier gleich nochmal. Eins, nach vorne, jetzt ist er in der Rückwärtsbewegung eigentlich gewesen. Sehr gut. Der wirkt so ein bisschen weniger passiv, was ja bei ihm öfter mal passiert, dass er ein Tick zu passiv ist. Frech. Da hat er jetzt mal. Ja. Rückhand Winner. Der erste war jetzt gut, der zweite war er dann doch. Ja, jetzt spielt er im Grunde mal hoch an, weil er keinen Rückschlag mit Vorhand hat. Also beide spielen jetzt gut. Das Spiel ist
auf einem ganz anderen Niveau als in den ersten beiden Sätzen. Sowohl Djokic als auch Feger mit der Rückhand haben, muss man sagen, Tischtennis ist wirklich eine beidseitig orientierte Sportart. Ist die Frage, ob jetzt in diesem Hochgeschwindigkeitsspiel einer ein bisschen mit Rotation auch zu spielen, wobei das nicht... Das ist wollte Tempowechsel von Stefan Feger, der Darko Jorgic dann zum Fehler geleitet hat. Wir sehen das hier super nochmal in der Zeitlupe. Beide haben sich enorm gesteigert. Das war jetzt der vierte, fünfte irre Ballwechsel über 10, 12 Stationen. Auch mit diesen schnellen Bällen, das passt sehr, sehr gut zusammen, diese zwei. Die schenken sich nichts. Keiner ist auch im aktiven Bereich, ich sag mal so, dich wohlfühlst, dann brauchst du vielleicht auch keinen Tempowechsel. Bewegung gar nicht so lang am Tisch geblieben, dann nochmal zu wechseln. Wir sehen es hier seitlich nochmal, jetzt hier sehr gut. Ja, den Ball haben wir jetzt zwei Sätze nicht gespielt, aber das war eine Bombe in die Vorhand. Sehen das bestimmt in der Zeitlupe nochmal. Guter Rückschlag da in die kurze Vorhand. Wenn man die Qualität nicht so gut mehr nur abtropfen lassen. Wahnsinn! Wahnsinn! Hat er mitunter ein klein wenig Schwierigkeiten. Aber wie kann man das lösen? Na, ich lasse den gar nicht erst hochspringen. Wir sehen das hier, ist nicht ganz so sicher. Und auch diesen Ball hier, das ist absolute Weltklasse. Und dann war er am Fisch. Das ist jetzt der Vorteil. Oh. Satz auf allerhöchstem Niveau. 9 zu 7. In diesem entscheidenden fünften Satz. 10 zu 7 und Ochsenhausen. 3 Matchbälle für den deutschen Meister 2019. So schnell das. Und den ersten abgewehrt. Mega spannend.